Kinder, sprach die Mutter Hase, putzt euch noch einmal die Nase. Ja, hallo erstmal. Eins der Bücher, die ich als Kind sehr gemocht habe, war die Häschenschule von Albert Sixtus. Dieses Jahr feiert das Buch 100-jähriges Jubiläum. Die Häschenschule ist mit Sicherheit eines der schönsten und auch heute noch beliebtesten Bilderbücher, in dem Hasen die Hauptrolle spielen. In diesem Buch des Zeichners Fritz Koch-Gotha, der lebte von 1877 bis 1956, und des Texters Albert Sixtus, der lebte von 1892 bis 1956, tummeln sich in einer damals typischen Dorfschule nicht Kinder, sondern vermenschlichte Langohren. Die Hasenlehrer bringen ihren Hasenschülern alles bei, was ein junger Hase für sein Leben braucht. Sie lernen, welche Pflanzen es gibt und welche besonders nahrhaft und lecker sind. In der ersten Stunde steht die Pflanzenkunde auf den Lehrplan und die Häschen müssen ihre Pfötchen heben, um zu antworten. Hasenhans weiß, dass der Kohl am allerbesten schmeckt. In der nächsten Stunde geht es um den größten Feind der Hasen, den Fuchs. Die Tiergeschichte erzählt von einem alten Fuchs, der leise durch die Wiese, Feld und Busch schleicht und die kleine Gretel hofft, dass er sie nicht fängt. Die Häschenschule wurde erstmals 1924 veröffentlicht. Damals begann das Schuljahr immer in der Osterzeit und ABC-Schützen wurden zu Ostern eingeschult. Das Buch kombiniert die Freude auf das Osterfest mit der Aufregung des Schulanfangs und eignet sich daher hervorragend als Geschenk für beide Anlässe. Millionen Leserinnen und Leser und bestimmt nicht nur Kinder haben sich an den wunderschönen Illustrationen und den Versen erfreut. Insgesamt ist die Häschenschule ein zeitloser Klassiker, der sowohl junge als auch erwachsene Leserinnen und Leser begeistert. Die liebevollen Zeichnungen und die eingängigen Reime machen dieses Buch zu einem wahren Schatz. Der Lehrer und Autor Albert Sixtus, er war Lehrer in Glauchau, schickte seine Zeilen, die heute viele Kinder auswendig kennen, 1922 an einen Verlag. Der verpflichtete den damals berühmten Zeichner Fritz Koch-Gotha, um die Verse zu illustrieren. Persönlich haben sich beide Männer nie getroffen. Der Autor Albert Sixtus lebte in der DDR und überschrieb die Rechte an eine Schülerin im Westen. Er hielt aber nie Tantiemen dafür, sondern nur Lebensmittelpakete. Sixtus wurde im Ersten Weltkrieg verwundet. Granatsplitter wanderten durch seinen Körper und zerstörten langsam die Organe. Einer kam sogar an seinem Rücken raus. Zudem litt Sixtus darunter, dass sein einziger Sohn Wolfgang im Zweiten Weltkrieg gefallen war. Ja, und deswegen hört auf mit diesen Waffenlieferungen. Aber gut, weiter im Text. Als Sixtus auch noch erfuhr, dass sein Bruder mit dem von ihm verehrten Koch Gotha heimlich Kinderbücher veröffentlicht hatte, das lustige Dackelbuch Waldi sei er völlig zerbrochen. Er starb 1960, aber die Häschenschule geht weiter. Susanne Mühlhaus, deren Eltern das dritte Buch verfassten, hat im Nachlass weiteres Material entdeckt. Ferien in der Häschenschule ist im Februar 2016 erschienen, 92 Jahre nach dem Klassiker. Ja, dieses Ehepaar hat den dritten Band herausgegeben, einfach so ein bisschen nachgezeichnet und gemacht, ohne den Autor zu fragen. Da hat er natürlich auch nie
irgendwelche Gelder dafür gesehen. Und zum 100-jährigen Jubiläum gibt es im Schloss und Museum Glauchau eine Sonderausstellung. Unter anderem gestaltet das Museum im Schlosskabinett einen Raum vom 2. März bis zum 21. April als begehbares Buch, damit kleine und große Gäste eintauchen können in die Welt der Häschenschule und dessen Autor Albert Sixtus. Seine Häschenreime und die detailreichen Zeichnungen von Fritz Koch-Gotha können so ohne Umblättern auf raumhohen Ausstellungsfahnen gelesen und entdeckt werden. Am Ostersonntag erwartet kleine und große Langohren um 14.30 Uhr die Familienführung. Und am Mittwoch in den Osterferien flimmert um 14 Uhr der Animationsfilm Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei über die Leinwand. Ja, mal sehen, wenn ich das noch hinkriege, ist ja noch ein bisschen Zeit. Gehe ich mir die Ausstellung auch mal angucken. Zumal ich das Buch ja sehr gemocht habe damals.